Also wie gerade schon gesagt, weil das eher so eine Konzentrationsübung ist, wäre es schön, wenn Sie während der ganzen Maßnahmen die Augen geschlossen haben und sich Okay. wirklich nur auf meine Stimme konzentrieren. Das, was wir machen, da ist es erforderlich, dass Sie einfach nur fühlen, was ich von Ihnen will und höre. Sie müssen es nicht sehen. Wenn Sie die Augen aber geschlossen haben, dann haben Sie den Fokus eher darauf. Okay? Also wundern Sie sich nicht, dass das dann so abläuft. Ich werde erstmal anfangen. Ich werde erstmal Ihren Kopf etwas untersuchen, in die Ohren sehen, die Stirn mir ansehen, Kopf, Hals und die Arme. Okay, wenn es irgendwie unangenehm wird, dann einfach Bescheid Okay. sagen. Können die Augen ruhig schon zumachen. Okay, ich schaue nochmal eben, dass wir die Checkliste auch gut abarbeiten werden. Gucken, ob ich alle Materialien da habe, die wir brauchen. Das haben wir, den haben wir, machen wir auch. Okay, dann haben ich lege dieses Tablett so auf die Beine. Ich hoffe, das stört sie nicht. Okay. Stift hier an die Seite. Kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. Ne? Wir müssen ein Stück nach vorne kommen mit dem Oberkörper. Ja, okay. Ist das so entspannt? Alles gut. Okay. Bringen Sie mal den Kopf an die Seite. Ich mir das Ohr auch mal an komplett. Wenn Ihnen was einfällt zu dem Organ, wo ich gerade bin, etwas sagen. Schmerzen, Auffälligkeiten oder wenn irgendwas komisch Okay. ist. Mit Ohrentzündung mal gehabt. Noch nie, ne? Okay. Den Pullover ein bisschen an die Seite. Ja, darf ich den einmal ein Stück Ja, sicher. aufmachen? Haben Sie noch Physio? Seit 2 Wochen nicht mehr lang. Hm. Ein Gegenstand. Ich fahre mit dem, das ist so ein dünner Stab, dann fahre ich von der Stelle bis hier hin. Wenn irgendwas komisch ist, dann sagen Sie Bescheid. Haben Sie das durchgehend gemerkt? Ja. Und nochmal. Okay. Jetzt fahre ich dieselbe Strecke nochmal. Und wenn ich aufhöre, mit dem Stift am Hals zu fallen, sagen Sie einfach Stopp. Nochmal. Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht zu verspannt, wenn Sie den Kopf so halten. Ja, Nee, das ist das okay. ist nicht angenehm. Okay, jetzt fahre ich nochmal von hier bis zu dieser Stelle. Durchgehend gemerkt. Durchgehend, ja. Sagen Sie, wie auf der anderen Seite dann einfach Stopp, wenn Sie es nicht mehr merken. Nochmal. Nach vorne. Dasselbe mache ich einmal mit der Stirn. Dann fahre ich von diesem Punkt zu diesem Punkt.
Dann sagen sie einfach, ob das durchgängig fühlbar ist. Ja? Habe ich gemerkt. Das mache ich einmal hier oben. Ja? Okay. Dann machen wir das wie gerade. Wenn ich aufhöre, mit dem Stift zu fahren, dann sagen sie Stopp. Stopp. Okay. Okay. Von der anderen Seite. Stopp. Okay, und nochmal hier oben. Stopp. Okay. Gut, dann mache ich den Reifisch das wieder zu. Machen wir kurz ein paar Notizen, ja? Dann haben wir diesen Tisch schon gemacht. Das sind die Gelenke. Jetzt will ich den Gegenstand. Dann lege ich das wieder auf ihre Beine und den Stift an die Seite. Dann werde ich jetzt. Mit den Fingern schnipsen ganz leicht, mal etwas lauter, mal etwas leiser. Und dann sagen Sie einfach, ob das von Ihnen aus gesehen rechts oder links ist. Okay? Alles klar. Der Entfernung ist nicht relevant, einfach nur rechts oder links, ja? Links. Links. Zwischendurch mal ein paar Pausen, nicht irritieren lassen. Links. Okay. Rechts. Okay. Links. Okay. Jetzt werde ich das wieder machen. Jetzt sagen Sie mir aber nicht rechts oder links. Versuchen einfach wahrzunehmen, ob ich eher weiter oben schnipse oder eher weiter unten. Also eher in dem Bereich oder eher in dem. Wenn Sie das weiter oben hören, dann sagen Sie oben, wenn Sie es unten schnipsen. Oben. Oben. Okay. Unten. Oben. Okay. Oben. Okay. Super. Auf mein Joint etwas mehr Druck machen, wenn ihr das weh tut. Drücke jetzt einfach dagegen und Sie drücken mit dem Arm einfach zu mir. Okay. Nochmal. Okay. Jetzt einmal in die andere Richtung. Zu sich. Okay. Nochmal. Okay. Die Hand mal aufmachen. Dann drücken Sie einmal gegen meine Hand. Okay. Nochmal. Machen wir einmal seitlich mit der Hand gegen meine drücken. Okay. Nochmal. Die Hand so lassen und dann einfach nach links drücken. Okay. Nochmal. Gut. Können Sie wieder legen. Nochmal eben die. Das war letztes Mal ja auch schon.
Ellenbogengelenk. Aufstellen und dann den Unterarm wieder gegen meine Hand drücken. Okay. Nochmal. Okay. Andere Seite, noch da. Ja. Und nochmal. Ah, gut. Wir sind Linkshänder, ne? Ja. Das ist ungewöhnlich. Okay. Mit der Hand gegen meine drücken. Ja. Nochmal. Der anderen Seite. Ausbreiten und beide gegen meine Hand drücken. Okay. Nochmal. Okay. Beide zusammendrücken. Okay. Nochmal. Okay, gut. Ich werde einmal, legen Sie den ruhig hin. Einmal die Finger durchbewegen. Ich einmal mit einem Gegenstand gegen die Gelenke klopfen. Sie müssen jetzt aber nichts dabei beachten. Ne? Wenn es unangenehm wird, natürlich sagen, aber ansonsten ist erstmal für Sie nichts. Zu sich. Okay. Gut. Ja, andere. Okay. Schreib mir wieder ein paar Notizen auf. Das haben wir davor erledigt. Okay.
werde ich mir nochmal ihre Hautbeschaffenheit ansehen. Ich werde einfach nur ihre Haut beleuchten. Mhm. Das ist auch nichts, was sie beachten müssen. Okay. Haben Sie Allergien? Nein, keine. Okay. Muss ich einmal auch am Hals machen, komm ein Stück nach vorne. Okay. Die Seite. Hautarzt, waren Sie letztes Mal wann? Ende Februar ungefähr. Mhm. Okay, das ist okay. Die Seite. Oben im Stück. Okay. Legen Sie sich ruhig zurück. Das ist okay. Ich schreibe Ihnen mal ein paar Notizen. Die haben wir auch schon. Okay. Ja, gut. Dann gucken wir mal, wo wir die haben. Die vorne. Jetzt würde ich gerne so einen kleinen Sehtest machen wollen. Gebe ich in einer Brille, das ist so eine Spezialbrille. Mhm. Sie setzen sie auf. Können Sie ruhig die Augen aufmachen, genau. Setzen Sie die einmal auf. Und dann zeige ich Ihnen verschiedene Gegenstände und Sie sagen mir einfach, welche Farbe Sie erkennen. Alles klar. Okay, dann treibe ich mir das direkt mit. Einen Moment. Okay. Rot? Mhm. Grün. Mhm. Blau. Mhm. Dunkel oder hell? Na, dunkler. Einmal das, was in der Tüte ist. Auch rot. Mhm. Und die Klammer oben. Ein lila. Mhm. Dunkelblau.
Dunkelblau. Okay. Kannst du die Brille wieder abnehmen? Geben Sie mir die ruhig. Okay. So, schließen. Jetzt machen wir noch einen Test mit den Ohren. Die ist noch notwendig und dann. Was wir hören, ist wie so ein Zangengeräusch. Das machen wir einfach wie gerade, nur ist das Geräusch ein anderes als das Schnipsen. Das ist etwas höher vom Ton. Und viele Menschen haben einfach Probleme, höhere Töne wahrzunehmen. Und das würde ich gerne bei Ihnen nochmal testen, um nochmal sicher zu gehen. Ja? Okay. Sie sagen mir rechts oder links. Okay. Links. Links. Rechts. Jetzt oben oder unten? Oben. Unten. Oben. Oben. Unten. Okay. Jetzt mache ich die Geräusche wieder. Jetzt ist es egal, ob rechts oder links. Jetzt sagen Sie einfach nur, wenn es aufhört. Sagen Sie Stopp. Stopp. Würde ich einmal kurz nochmal mit einem anderen Geräusch versuchen. Sie sagen einfach, wenn es aufhört. Das ist so ein Knistern, ne? So ein Tütenknistern. Stopp.